Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Smokersnus TV. Das ist unser Smokersnus TV Messeschaufenster. Und in diesem 16. Messeschaufenster treffen wir Gesprächspartner aus der Welt des Tabaks, aus assoziierten Produkt- und Genusslinien und haben Informationen zu Produkten, Informationen aus den Unternehmen. Und jetzt kann ich nur sagen, herzlich willkommen in diesem Messeschaufenster, Lukas Gabriel. Danke. So. Ja, Lukas, wir sprechen oft und haben oft geschrieben über den C-Faktor. Da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Du hast das schon in vielen Gesprächen mit uns auch erläutert, der C-Faktor mit dem Cardinal Mendoza. Bitte noch einmal kurz für unsere Zuschauer, was versteckt sich hinter diesem wunderschönen Begriff? Ja, eigentlich ganz knapp zusammenfassend die Genusswelt rund um Cardinal Mendoza. Ich glaube, einige der Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Cardinal Mendoza schon, den bekannten Brandy de Jerez, aber er hat eben weitaus mehr zu bieten, als nur in Anführungszeichen ein wirklich toller Brandy zu sein. Und ja, der C-Factor bezeichnet eben alles rund um den Brandy, verschiedene Pairings, sei es mit Zigarre, sei es mit Schokolade, in Cocktails, mit Kaffee. Also ja, das hohe C des Genusses und deswegen genau diese Welt abbilden, dieses Genussuniversum beschreibend. Also, der C-Faktor, ein perfektes Umfeld auch für die kalte Jahreszeit. Ja, ich denke gerade jetzt, wir werden hier noch mit Sonnenstrahlen beglückt im Moment, aber die kalten Tage stehen vor der Tür. Und ich glaube, es gibt kaum etwas Schöneres als ja, mit dem schönen Glas Kardinal in der einen Hand, mit der passenden Zigarre oder dem passenden Stück Schokolade in der anderen Hand, so ein Stück weit wirklich in den Herbst und in den Winter zu gehen. Da kommen wir doch mal auf die Vielfalt des Cardinal Mendoza zu sprechen. Das ist ja nicht nur ein Produkt. Da sind ja wirklich viele hintereinander gereiht, die alle im Mittelpunkt der Connoisseure, der Genussmenschen überhaupt stehen. Kannst du uns da Genau, noch? das eigentlich das Schöne bei Cardinal Mendoza, man kennt Classico, behaupte ich zumindest, das ist wirklich das Hero-Produkt, der durchschnittlich 15 Jahre gereifte. Aber die Marke hat eigentlich was für jeder Mann und jeder Frau zu bieten. Es gibt neben dem 15 Jahre gereiften Classico dann noch den 25 Jahre gereiften Carta Real, also nochmal 10 Jahre länger im Solera-System. Und dann auch Cardinal Angelus, also ein Brandy-Likör, eigentlich von der Basis genau wie Cardinal Classico, also klassischer Brandy de Jerez. Aber um ein Stück weit ja noch etwas Besonderes hinzuzufügen, werden dann Nelken, Kardamom, Orangenschalen, Zitronenschalen mit in die Fässer gelegt und deswegen wirklich ja, tolle Zitrusfrüchte, auch eher etwas sommerlicher, eine sehr, sehr schöne Ergänzung in der Range. Kommen wir mal zur Golden Week 2021. Wenn ich das richtig verstanden habe, führte die exakt jetzt zu dem Zeitpunkt statt, wo wir uns hier zum Interview treffen. Genau. Was passiert auf der Golden Week mit dem Cardinal Mendoza? Ja, die Golden Week ist eine Eventwoche, die vor knapp 5 Jahren ins Leben gerufen wurde. Und in dieser Woche soll wirklich Cardinal Mendoza auf der ganzen Welt gefeiert werden. Und wie du richtig gesagt hast, befinden wir uns mitten in der Golden Week. Der offizielle Start war gestern am 25. und das Ganze geht entsprechend die Woche beendend bis diesen Sonntag. Und ja, sowohl in Deutschland finden Tastings vereinzelt statt, natürlich alles noch etwas eingeschränkt durch die Pandemie. Aber beispielsweise in Russland, in den USA, in Israel, morgen Abend zum Beispiel haben wir ein internes Tasting mit allen Distributeuren, denn die Marke ist dann auch in Familienhand in der Bodega in Jerez und dann schalten wir uns auch per Zoom digital zusammen, verkosten das ein oder andere Neuprodukt, denn ja, ein Stück weit ist auch noch was in der Pipeline, was die Marke angeht. Dann blicken wir mal auf eure Handelsaktivitäten eigentlich so ein bisschen auch voraus. Ihr startet mit dem Cardinal Mendoza Classico, eine aktuelle Handelsaktion. Und mein Smokers Blended auch ein Gewinnspiel in der KW42. Da wirst du uns ein bisschen was auch zu erzählen dürfen. Genau, ja, Classico wirklich das Hauptprodukt und es ist sicherlich schön, den Brandy zu trinken, aber ich glaube, bei vielen Getränken, sei es im Schaumweinbereich, sei es im Wein, sei es aber auch in der Spirituose, ist das richtige Glas ganz entscheidend. Und deswegen gibt es ein Bundle, ein On-Pack mit einer Flasche Cardinal Mendoza Classico und dazu direkt beim Kauf in der Verpackung ein Brandy-Glas, ein Brandy-Schwenker, der wirklich die komplette Hand ausfüllt und ja, damit kann man einfach den Genuss wirklich zelebrieren. Und jedes Aroma in der Nase und am Gaumen auch aufnehmen. Dann wollen wir uns noch ein bisschen steigern. Cardinal Mendoza Plus Ultra. Ultra, das hört sich ja schon sensationell an.
15 Liter Brandy mit einer Relaunch Ende 2021, Anfang 2022. Was steht da an? Ja, Cardinal Mendoza Nonplusultra ist wirklich das Höchste, was die Genusswelt der Marke zu bieten hat. Ein durchschnittlich 50 Jahre gelagerter Brandy, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin 30 und ja, wenn ich das Ganze dann auch mal trinken darf, selbst das kommt selten vor, muss man sich vor Augen führen, dass das Produkt einfach 50 Jahre teilweise lagerte. Und damit wurde in den 70ern begonnen, wo wirklich basierend auf Carta Real, also auf dem 25 Jahre gelagerten Brandy, das eigentlich fertige Produkt nochmals für knapp 25 Jahre weitergereift wird in verschiedenen Fässern. Und es ist einfach gigantisch und wirklich auch ein Stück weit Demut, was da mitschwingt, wenn man das im Glas hat. Und ja, dieser Nonplusultra, den gibt es aktuell schon in einer gewissen Ausstattung. Und das Ganze bekommt nochmal einen kleinen Facelift, also einen optischen Schliff, auch in einer schönen Holzpackung, wo das Ganze dann natürlich auch der Wertigkeit entsprechend präsentiert wird. Und das wird Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres stattfinden. Jetzt waren wir schon ganz fleißig in der Welt von Cardinal Mendoza mit den verschiedenen Produkten unterwegs. Ich bin ja neugierig, ne? Der Journalismus bringt ja einfach diese Aufgabe mit. Gibt es noch irgendwas, was so kurz vor Weihnachten vielleicht von euch auf den Markt kommt? Ein paar kleine Details von dir, so ein Appetizer? Genau, es gibt noch wirklich etwas, ja, ich würde sogar sagen, Spektakuläres, was in der Pipeline ist, was kurz vor Weihnachten dann auch auf den Markt kommt. Ich habe gestern nochmal Rücksprache mit dem spanischen Markteigner gehalten. Und eigentlich war ganz klar die Devise, dass wir noch sehr stark ja, hinter dem Berg halten, was Informationen angeht. Aber tatsächlich haben wir uns dann gestern ein Stück weit entschlossen, auch mit Blick auf das Interview heute, doch etwas mehr des Geheimnisses zu lüften. Und ja, das neue Produkt, was es in diesem Jahr noch geben wird. Ich habe sogar die erste Flasche schon aus der Produktion dabei. Ich halte sie mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Cardinal Mendoza Nebulis. Ein völlig neues Produkt, ein sogenannter Smoked Brandy de Jerez. Ein Stück weit kennt man das ja aus der Whisky-Branche, wo gesmokte Whiskys auch durchaus sich Beliebtheit erfreuen. Und ja, die Idee des Kellermeisters war, Cardinal Classico zu nehmen. Und das Ganze einem zusätzlichen Fassfinishing zu unterziehen. Und ja, diese Fässer für dieses zusätzliche Finishing wurden doppelt getoastet, also doppelt gesmoked mit Reben des eigenen Weinberges. Also wirklich auch alles aus einer Hand, sehr viel ja, Historie auch dahinter stehend. Und das ist dann ja die große Neuheit, auch hier im Vergleich nochmal unser Klassiko und daneben Nebulis komplett in Grau gehalten, eben diesen Smoke, die Asche ein Stück weit symbolisierend und limitierte Auflage, 5.000 Flaschen pro Jahr, kommt dann vor Weihnachten noch entsprechend in den Handel. Ich würde schon mal sagen, im Namen aller Aficionados, herzlich willkommen im Kreise der Zigarrenraucher. Der junge Freund wird garantiert gut zu uns passen. Ich denke auch, das ergänzt sich perfekt. Ja, Ausblick 2022. Es wird ja hoffentlich wieder verschiedene Zigarren-Events geben, wo wir uns vielleicht auch wieder vor Ort irgendwo treffen. Verkostungen in Lounges, in Bars, mit dem Handel. Fachhandel. Also der Absatzkardinal ist was anderes, aber der Absatzkanal, den soll es ja auch geben. Da gibt es ja verschiedene Wege, die ihr geht. Wir zusammen haben ja vielfach mit dem Fachhandel zusammengearbeitet und ich hoffe, dass es auch 2022 da wieder neue Ideen, neue Ansatzpunkte, neue Möglichkeiten vor allen Dingen gibt. Wie sieht es bei dir aus in deiner Planung? Ja, es ist natürlich die Marke auf verschiedenen Säulen aufbauend. Wir sind na klar klassisch im Handel, sei es Rewe, Edeka, diverse Spirituosenhändler, da kennt man Cardinal. Aber wie du schon sagst, gibt es im Tabakwarenfachhandel einfach enormes Potenzial. Und wenn wir allein an die Lounges denken, die es in Deutschland gibt und die jetzt glücklicherweise auch immer wieder häufiger öffnen dürfen, Events eben auch abhalten dürfen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal. Um eben hier an die Aficionadas und Aficionados heranzukommen, um wirklich direkt vor Ort in dem schönen Umfeld der Lounges dann auch Cardinal zu präsentieren. Das ist definitiv eine ja, vertriebliche Baustelle, die wir haben, die wir aber ja, gerne schließen möchten. Natürlich auch klassisch im E-Commerce-Bereich. Ich glaube, einer der Bereiche, die am dynamischsten in den letzten ja, Monaten oder besser gesagt Jahren wachsen, sodass wir da auf verschiedenen Vertriebssträngen natürlich im Absatz unterwegs sind. Aber ja, wenn es um solche Produkte oder um Genuss geht, ist natürlich die direkte Erfahrung mit dem Produkt das Entscheidende. Und deswegen auch die von dir angesprochenen Events in der Hoffnung, dass das Ganze wieder deutlich häufiger stattfinden kann als in den letzten 2 Jahren. Weil wir hatten schon einige wirklich sehr, sehr tolle Abende zusammen, sei es in Nürnberg, sei es auch in Frankfurt und ja, eigentlich komplett durch Deutschland hinweg.
Und das ist wirklich das Schöne, mit Genussrauchern, Genusstrinkern zusammenzukommen und dann einfach diese tollen Abende zusammen zu verbringen. Ja, dann hoffen wir doch, dass es ein Let's Go dann im nächsten Jahr für uns alle gibt. Die Vorfreude ist groß. Ich habe die Tage auch mal mit einer Gruppe von Pfeifenrauchern gesprochen, die sich auch für solche Events interessieren. Die sagen, es ist immer nur die Zigarre, die im Mittelpunkt steht. Ist gar nicht so. Wir wissen, dass die Pfeifenraucher auch wahrscheinlich gerne einen Kardinal zur Pfeife genießen würden. Also das Spektrum wächst auch dazu, aufgrund der Aktivitäten, die im Tabakwarenfachhandel auch von euch passieren. Ich kann nur sagen, Lukas, vielen Dank für diese Informationen, die wir gerne unseren Zuschauern hier und heute weitergeben, in der Hoffnung, dass wir dann wirklich in 2022 viele Dinge vor Ort zusammen machen können. Dir persönlich und deinem Team weiterhin viel Erfolg. Und dann kann ich nur sagen, so ein Schlückchen zum Abschied, ne? Ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Salut. Und hoffentlich bis bald persönlich. Und alles Gute. Ciao. Ebenso. Ciao.